Ja, servus Leute, heute sind wir mal wieder mit den Autos unterwegs. Wir sind hier bei so einer BMX-Strecke, etwas kleineres, und da jagen wir jetzt einmal die ferngesteuerten Autos drüber. Der Generation X von mir ist mit dabei und wir haben einen Savage Flux mit dabei und der Dirk ist mit seinem E-Revo dabei. Und ja, jetzt gucken wir mal hier, war ich noch nie, jetzt müssen wir erstmal hier die Lage ein bisschen abchecken und dann fahren wir eine kleine Runde. Der Dirk zerlegt schon wieder das Auto, bevor er überhaupt losfährt. Wird hier erst einmal zerlegt. Dirk, wir sind schon gefahren, wenn du zu spät bist. Die Batterie, die musst du auf Zeiten reinmachen, da musst du das ganze Auto zerlegen. Bestimmt fahren oder so. Vielleicht sucht der Dirk aber bloß einen Einschaltknopf. Jetzt schauen wir mal. Ich mache jetzt hier mal meinen Generation X fertig, der flackt hier auf der Seite. Und dann fahren wir mal eine Runde. Da hinten ist eine wunderschöne Steilkurve und hier sind ein paar Sprungschanzen. Was Kleines aus Holz und da ist ein bisschen was, naja, so ein kleiner Berg. Da können wir mal drüber jagen dann. Steilkurve macht mega Spaß hier. Nur der Rasenmäher hätte hier mal vielleicht ein bisschen mähen sollen. Yeah. Der HPI ist wieder repariert und ist wieder unterwegs. Wir haben einen Motordefekt gehabt. Da hat wahrscheinlich das Lager hat's zerschossen und deswegen hat der Motor nicht mehr reagiert. Und jetzt haben wir einen neuen Motor eingebaut hier schnell vor Ort. Und jetzt wird wieder gefluxt. Ja. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My boss gets so bad, I'm like. I grab a bat, I don't know, my rap, my blood boils over like. Oh God, here goes, I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. Jetzt ist mir hier schon wieder das Ding raus. Also diese Pivot-Kugeln hier, die sind echt Mist. Das ist zwar jetzt kein Problem, weil das tut man jetzt einfach hier wieder reinstecken. Die Antriebswelle erstmal hin. Dann kommt das einfach hier wieder rein. Zack. Dann ist das, oh, ist auf beiden Seiten. Dann ist das wieder drin hier.
Ja, ich weiß, das ist bei mir gebrochen, aber bis jetzt habe ich einfach keine Lust gehabt, das zu reparieren. Und ich meine, das funktioniert ja so auch noch. Zack, alle beide wieder drin. Weiter geht's. Beim Fahren hält schon. Das ist nur, wenn er so extrem springt, dann ja, kann schon mal sein, dass er mal hier links und rechts die Flügel davon hängen. Aber dann hätte es kein Generation X werden dürfen. Weiter geht's. Backflip. Backflip. Oh. Ja, fast. Ja. So, jetzt habe ich hier eine ganz doofe Idee. Und zwar, wir haben ja hier massig Anlauf. Und hier ist so ein schöner Hügel, der nicht allzu steil ist. Und ich habe mir gedacht, ich könnte den doch als Sprungschanze hernehmen. Und dann fliege ich praktisch hier auf den Fußballplatz. Das einzige Problem ist, hier ist so ein komisches Geländer. Und das ja, müsste ich entweder drüber kommen oder ich müsste davor landen. Ich habe schon mal zweimal ein bisschen mit langsamerer Geschwindigkeit probiert und bin immer hier in diesem kleinen Streifen hier vorne eingeschlagen. Aber ich würde gerne mal von hier da drüber springen und über hinter diesem Gelände landen. Und ja, das probieren wir jetzt mal. Jetzt bin ich gespannt, ob das funktioniert. Die Batterien sind nämlich eh schon alle leer. Und mit dem letzten Akku werde ich das jetzt versuchen, weil wenn was kaputt geht, ist es nicht so schlimm. So, alle freuen sich jetzt, es ist soweit. Alle sind schon voller Zuversicht, dass ich das Auto jetzt schrotte. Jetzt werden wir die GoPros überall aufbauen und noch eine Drohne fliegen lassen, damit wir richtig coole Aufnahmen zusammenkriegen und dann geht's los hier. Der Todessprung! Und? It was at this moment that he knew. He fucked up. Ah, Volltreffer! Genau drauf. Wie ausgemessen. Oh Mann. Ich würde mal sagen, die Bodenplatte ist auf jeden Fall krumm. Zeit für eine neue. Das war jetzt, als hätte man es wirklich so. Es war jetzt nicht geplant, gell? Also nicht, dass du meinst, es war jetzt geplant, hier dagegen zu springen. Aber naja, shit happens. Für heute ist Schluss, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ja, Freunde, heute gibt es leider kein Happy End für den Generation X. Der ist heute leider außer Gefecht gesetzt. Ist nicht so schlimm, neue Bodenplatte, der Rest funktioniert, habe ich schon getestet. Nur eine Bodenplatte und dann geht er wieder. Was der Generation X aushält, ist wirklich unglaublich. Ja, der Todessprung war jetzt vielleicht keine so gute Idee, aber Gott sei Dank habe ich ihn jetzt am Schluss des Videos gemacht, weil sonst hätte ich nämlich den ganzen Tag nicht fahren können. Ja, liebe Leute, wenn euch das gefallen hat, was wir hier so treiben, dann lasst ein Like da, abonnieren und kommentieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin, macht's es gut. Servus, pfiat euch.